Studio-Update Nummer 5 von Impact. Wir waren den ganzen Tag fleißig und ich hoffe, das seid ihr auch mit dem Liken, Teilen, Anhören, alles Mögliche. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Ja, nachdem wir uns gestern angehört haben, was der Morris an den Gitarren so macht, was er für Equipment spielt, schauen wir uns heute einfach mal an, wie die Schießbude dahinter für mich funktioniert und wie die denn so klingt. Ja, dann schauen wir uns mal die Schießbude an hier. Also, ich spiele drums technisch Tama. Das Set, was hier dran steht, ist ein Tama Star Classic Maple und mit einer Tama Star Phonic. Ich spiele hauptsächlich Evans Fälle, bis auf das Fell, das ist hier ein Remo Fell. Becken sind bis auf die Hi-Hats, alle von Paiste, weil Schweizer muss quasi Paiste spielen und sie klingen einfach am besten. Ja, Sticks, Promark. Und Mikrofone ist so eine, sag ich mal, eine Ansammlung von dem, was mir am besten gefällt. Und hätte ich mal gesagt, gucken wir mal, wie das Ganze klingt. Oder besser, hören wir, wie das Ganze klingt. Wenn euch der Sound gefällt und unsere Videos und unsere Musik, teilen, liken, Daumen hoch, alles Mögliche und bis morgen.